Hallo Leute und willkommen zurück zu Calling. Ja, nachdem ich in den letzten Part den Part so gemein hier beendet habe, geht's hier jetzt weiter mit dem Gespräch mit Makoto. Man verwendet das hier. Cool, Handy! Ich will auch eins! Was? Warum funktioniert das? Ich weiß es nicht, aber du hältst auch Anrufe von Geistern, oder? Außer für die Stimmen der Geister kannst du dein Telefon auch für den Transport an einen anderen Ort nutzen. Aber das ist unglaublich, nicht wahr? Aber aus irgendeinem Grund funktioniert das. Ich habe es das getan, um mich hierher zu transportieren. Vielleicht können wir dann mit dieser Methode auch zurück in die reale Welt. Willst du damit sagen, dass wir hier raus können? Irgendwie sind wir hierher gekommen, also muss ich auch einen Weg rausgeben. Als ich meine eigene Nummer gewählt habe, ist nichts geschehen. Keine Verbindung. Aber wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben, sonst werden wir auch zu Geistern. Wir sollten unsere Nummern austauschen. Wenn wir die Telefone nicht zum Transportieren nutzen, können wir trotzdem damit kommunizieren. Wir müssen weiter nach einem Ausweg suchen. Es muss eine Nummer geben, die uns aus diesem Ort befreit. Was ist mit dir, Makoto? Ich habe immer noch was zu erledigen. Eine Sache noch. An bestimmten Orten hört man ab und zu ein Klingelsignal. Nutzt die Aufnahmefunktion des Telefons, um die Geräusche aufzunehmen. Du wirst das Flüstern der Geister hören. Nein, lieber nicht! Amano! すまないが、俺は行くから、何かあったら連絡する。じゃあな。そう。OK。Der Typ schon wieder. Makotos Karte erhalten. Makoto Shirai 997657281. Die Telefonnummer, um herauszukommen, wo sie wohl finden kann. Ich hab da schon so eine Idee. Und dazu gehen wir wieder in den zweiten Stock. In den Computerraum. Was zu. Nö. Kein Bock. Absolut keinen Bock drauf. Okay. Was für ein komisches Mädchen. Schotzki. Verstehe ich nicht. Egal, das Mädchen hat anscheinend dieses Kind, ich habe sie belogen. Ja, es hat anscheinend in meine verdammten Erinnerungen reingeschaut und hatte Angst bekommen. Ja, ich würde auch Angst bekommen bei den Erinnerungen, die ich hätte. Mario! Du verdammte Scheiße! Mir ist jetzt fast die verdammte Wii Remote runtergefallen. Leute! Schon wieder? Wo? Wo bist du, du verdammte Katze? Ich töte dich! Da bist du! Stirb! Du Scheißkatze! Wo geht's hin? Ist sie nach unten gegangen? Okay, ich folge einfach mal. Der verdammten Katze. Wird er nicht ohne Grund da sein?
hatte eigentlich vorgehabt, wieder in den Computerraum zu gehen. Aber wenn die Katze will, dass ich hier folge, dann mache ich das. Aber zuerst muss ich nur schnell. Jo, so. So, und es kann schon wieder weitergehen. Wo ist die Katze jetzt? Da. Katze! Miau! Warum redet die Katze nicht Japanisch? In Japan sagt man, dass die Katze machen. Ja. Warum macht die Katze miau? Okay. Okay. Katze? Karte meine ich. Warum kann ich? Ah, da. Hier scheint der Typ zu sein. Shinichi. Das muss ein Traum sein. Es muss einfach. Ich muss einfach nur aufwachen. Wer ist da? Ist da jemand? Shinichi. Oh, du bist es. Hey, glaubst du, dass man von hier entkommen kann? Das muss eine Art Paralleluniversum sein. Wir befinden uns in einer alternativen Realität. Irgendwie sind die aus der Realwelt in diesen Spalt gefallen. Ich weiß es, die schwarze Seite muss die Antwort sein. Für uns muss es eine Art Aufgabe geben, und wenn wir sie, wenn wir die erledigen, wird die Seite uns einen Ausgang zeigen. Das muss es sein. Hey, irgendwelche Ideen? Naja, wir können unsere Mobiltelefone nutzen, um an andere Orte zu gelangen. Ein Mann namens Makoto hat mir das gesagt, aber aus irgendeinem Grund kann man sein eigenes Telefon nicht anrufen. Man kann also die eigenen Mobiltelefone nicht, das eigene Mobiltelefon nicht anrufen. In dem Fall. Hey, warte mal, ich habe dir noch nicht alles gesagt. Hey, warte mal, ich habe dir noch nicht alles gesagt. Sowas. Das war. あれ、ちょっと。あ、ちょっと。あ、鈴谷君。あ、鈴谷君。いない。これが天意。 Scheiße! Der Typ hat aber auch überhaupt keine Geduld. Und ich habe sein Mobiltelefon. Vielleicht kann ich dieses Mobiltelefon später noch gebrauchen. Okay, gut. Aber jetzt da. Mann! Wer nervt? そうか。君も早くここから転移した方がいい。ここの例は危険だ。白井さんは？俺はもう少し調べなきゃいけないことがあるんだな。転移すると今の携帯を置いていってしまうから連絡が取れなくなるかもしれんが幸運を祈ってる。Warum platzt das Mobiltelefon zurück? Das verstehe ich nicht. Ich habe eine Nachricht. Nein, ich will nicht anrufen. Oh, da muss ich anscheinend hin. Ich will da aber nicht hin. Ich will was anderes probieren. Wo war nochmal die Stiege? Falsche Richtung schauen. Da geht's lang. Okay. Da läutet das Telefon. Warum heben wir nicht ab? Warum nicht abheben? Jo? Moshi Moshi? Okaasan? Ne, tsugi wa itsu kite kureru no?
いい子にしてちゃんと検査も受けるから待ってる。早く来てね。約束だよ。 OK。 Was zur Hölle? Egal.Ich bin schon groß und wir kommen doch und spielen mit mir. Warum singe ich jetzt dieses verdammte Kaio-Lied? Vielleicht um von meiner verdammten Angst abzulenken. Ich weiß, ihr findet das vielleicht scheiße, aber ich habe einfach Schiss und ich will irgendwie einfach ablenken davon, dass ich Angst habe. Und macht es in irgendwelchen Scheiß, der überhaupt nicht zu dem Spiel passt.Also entschuldigt das bitte, falls ich irgend sowas mache. So, aber ich gehe wieder da vorne, wir auch wieder speichern. Da. Tür auf.Und ab da nach vorne zum Speicher. Katzending. War schon 2 Stunden spielen wir schon. 2 Stunden. Okay, ich bin jetzt wieder in den. Hier? Den Computerraum. Den ich wieder ausprobieren.Denn hier war, ist, hier ist ganz runter scrollen. Hier steht, hier stehen so Nummern 99765781 99765Nein! 7281 Anrufen! Tengi できそうな番号は見つかったか? もう一度各回を調べ直してみろ。 Okay? Was war die Nummer von den Typen?Machen wir mal zu. Schauen wir nochmal zum Computer. Dann probieren wir 99768471. Anrufen.Na, da meldet sich niemand. Das könnte vielleicht Shinichis Nummer gewesen sein. Und natürlich habe ich das Telefon. Und da kann sich dann kein, da kann dann kein anderer abheben. Jetzt kommen sicher gleich diese aggressiven Weiber wieder.Die Musik verrät schon alles. Okay, wo war dieser Raum? Da. Da. Bewegt sich nicht, steckt da irgendwo fest. Schau mir noch mal rein. Ich komme nicht rein. Ich wurde verarscht.Vielleicht sollte ich eines der Mobiltelefone hineinwerfen.
Möchtest du dein Telefon verwenden, um dich zu transportieren? Nö. Doch, eigentlich schon. Ja. Gut. Oh mein Gott. Das Telefon gehörte der Fetten. Ihr habt's gesehen. Im dämonischen Abgrund gibt es bestimmte Orte, an denen die Erinnerung bestimmter Geister gespürt werden können. Sie hören sich einfach wie ein Rauschen an. Du kannst es mit Hilfe der Aufnahmefunktion deines Mobiltelefons entschlüsseln. Verwende die Aufnahmefunktion an der Stelle, an der das Rauschen am lautesten ist. Okay. Das? Aufzeichnen. Aufnahme. Aufnahmefehler. Sind also falsch. Okay, da oben wird mir jetzt eine Kassette angezeigt. Ist jetzt da rechts oben. Auf Zeit nehme ich überhaupt noch etwas. Aufgezeichnet. Wiedergabe. Nee, この記事見てよ。ネットカフェで男性死亡。ゲームがやりすぎで死んだとか言われでしょ。ああ、ニュースで聞いたことある。でもそれがどうかしたの？ニュースではゲームのやりすぎって言ってるけど、この記事によると、黒のページってサイトに秘密があるらしいよ。最近噂になってるサイト？そうそう。今度はこれを調べてみない？一人かくれんぼも飽きてきたしさ。OK。Jetzt wissen wir, warum die Mädels hier sind. Aber...Das hilft mir jetzt in der jetzigen Situation auch nicht viel weiter. Da ich noch immer keine Nummer habe, mit der ich mich transportieren kann. Hey, da steht eine! Eine Telefonnummer, aber warum? Okay. Minus. Nein, ich bin nicht zum Spielen hier. Gib die verdammte Nummer ein! Nein, nein, das muss ich jetzt aber nicht. Ich habe die Nummer nicht gemerkt. Ich muss hier raus. 4. Mann, wie soll ich das? 4, 9. 4, verdammt, das sind... 494, wie war das? 582. Nein! Die Fette! Geh weg, Fettsack! Und ich vergiss jedes Mal mit diesen bescheuerten Geistern die Nummer. 494582. Mann! 4, 5, 8, 2. Wo? Was?
Lass mich los! Verdammt! 4, 5, 8, 2, 9, 9, 7, 9, 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
Verdammt, 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 ich muss hier raus, ich muss hier raus. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Verdammt! Verdammt! Ich weiß nur 997, warum merke ich mir die verdammte Nummer nicht? Ah, oh Mann, ich bin total unkonzentriert im Moment. 49458. Lass mich los! Vier, neun, vier, fünf, acht, zwei. Mann, wie soll sich das ausgehen? Das Erwachen abgeschossen, Leute. Puh. Die drei Mädels sind wieder schon sowas am Senkel gegangen. Und ich speichere hier und dann war's das wieder für den Part und wir sehen uns dann im nächsten. Bis dann, Leute. Ciao.